fish I go in. Dann, Annette Henninger ist uns ja schon von den letzten beiden Tagen bekannt. Sie ist Professorin für Politik und Geschlechterverhältnisse an der Philipps-Universität in Marburg. Ihre Schwerpunkte sind Sozial- und Arbeitspolitik, Demokratie und Geschlecht. Sie forscht zu geschlechterpolitischen Interventionen durch soziale Bewegungen, politische Parteien und Gewerkschaften. Sie wird, also gestern ist ja schon das Projekt Reverse zur Sprache gekommen, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal in der ganz langen Version aussprechen. Und ja, wir freuen uns auf den Vortrag und auf die Diskussion und wir werden weiter mit Paradoxien uns beschäftigen, nämlich diesmal mit dem Liberalisierungsparadox. Ja, vielen Dank. Hört ihr mich? Gut. Danke auch für die Einladung. Meine Kollegin Uschi Böse und ich haben uns das ein bisschen aufgeteilt, damit wir euch hier nicht mit Wiederholungen langweilen. Uschi hat ja schon ist ja schon sehr darauf eingegangen, wie in welchen Netzwerken Antifeminismus organisiert ist. Und ich werde mich jetzt eher darauf konzentrieren, wo die Anschlussmöglichkeiten in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern liegen für antifeministische Diskurse. Und wenn ihr euch wundert, was es mit dem Liberalisierungsparadox auf sich hat, das zielt darauf ab, dass wir auf der einen Seite eine Liberalisierung von gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber den Geschlechterverhältnissen und gegenüber Homosexualität beobachten können. Das ist wieder so eine komische Folie, wo man nichts lesen kann. Das ist aus einer Einstellungsuntersuchung aus dem European Social Survey. Da ist abgetragen die Opposition gegen die ökonomische Gleichstellung der Geschlechter. Und also auch wenn man jetzt nicht genau erkennen kann, was da für Kurven sind, ich will darüber hinaus, dass die starke Opposition gegen ökonomische Geschlechtergleichstellung in Europa, in Westeuropa, länderübergreifend stark rückläufig ist und sich in Deutschland, das ist da, wo der rote Pfeil ist, sich im niedrigen einstelligen Bereich der Befragten nur noch bewegt. Also 5% und weniger der Befragten sagen in den letzten 10 Jahren überhaupt nur noch, dass sie da stark dagegen sind. Und das Gleiche kann man auch bei Homosexualität beobachten. Und was mich jetzt umtreibt, ist die Frage, wie es antifeministischen Diskursen angesichts dieser Liberalisierung von Einstellungen in der Gesellschaft trotzdem gelingt, anschlussfähig zu werden. Das ist ja erstmal ein Paradox, das meine ich mit dem Liberalisierungsparadox. Und meine Thesen dazu sind, dass antifeministische Diskurse eben Angebote der Vergemeinschaftung durch festgelegte, scheinbar eindeutige Identitäten liefern, die angesichts von Verunsicherung der Mehrheitsgesellschaft durch Zuwanderung und durch den Wandel der Geschlechterverhältnisse und auch des Geschlechterwissens durchaus anschlussfähig werden können. Und im antifeministischen Diskurs und daran quasi angelagerten diskursiven Anschlüssen in der Mehrheitsgesellschaft kommt es zu einer Dethematisierung sozialer Ungleichheiten. Uschi ist ja gestern schon auf diese Unterscheidung von innerem Feind und äußerem Feind eingegangen. Die Deutsche Bischofskonferenz steht mit ihrem Bündnisangebot an den Islam da ein bisschen alleine da. Andere rechte Akteure sehen das durchaus anders. Da gibt es unterschiedliche Positionen dazu. Es gibt eben auch so einen starken Trend dahin, islamische Zugewanderte als äußeren Feind zu betrachten, gegen den sich die als weiß-deutsch imaginierte Mehrheitsgesellschaft wehren müsse. Und im Mainstream, der Anschluss im Mainstream ist, dass man da so fließende Übergänge zwischen der Kulturalisierung von Geschlechterverhältnissen und antimuslimischem Rassismus beobachten kann.
Gleichzeitig wird ja im Antifeminismus der Feminismus auch als innerer Feind betrachtet. Uschi hat es schon erwähnt. Im gesellschaftlichen Mainstream findet man da fließende Übergänge zwischen postfeministischen Diskursen, die davon ausgehen, hier in Deutschland ist Gleichstellung bereits erreicht, und antifeministischen Positionen, die wirklich also Feminismus auch als Gegner betrachten. Ja, die Grundlage für das, was ich hier erzähle, sind zwei Projekte, die wir in Marburg durchgeführt haben. Also das erste schon das erwähnte Reverse-Projekt, wo wir 5 empirische Fallstudien gemacht haben. Zum einen zur Ethnisierung von Sexismus. Das ist dieser Diskurs, der, Gabriele Dietze, habe ich gerade schon irgendwo gesehen, da von ihr stammt dieser Begriff. Nur nach den sexualisierten Übergriffen in Köln kam ja dieser Diskurs in die Welt, dass sexualisierte Gewalt ein von außen, nämlich von muslimischen Männern nach Deutschland importiertes Problem sei. Und wenn die nicht wären, dann hätten wir dieses Problem gar nicht, was natürlich Quatsch ist. Also dazu haben wir eine Fallstudie gemacht, die die Effekte dieses Diskurses am Beispiel von Orientierungskursen für neu Zugewanderte untersucht hat. Es gab eine Fallstudie, die sich mit genderkritischen Wissenschaftlerinnen beschäftigt hat, eine Fallstudie zu Sexualpädagogik, da gab es ja diesen Frühsexualisierungsvorwurf, eine Fallstudie zu Mutterschaft am Beispiel von Elternzeitschriften und eine Fallstudie zur Ehe für alle. Und es gab noch ein zweites Projekt, Genderismus in der medialen Debatte. Da ging es eben um Thematisierung und Deutung von Gleichstellungspolitik und Geschlechterforschung in den politischen Leitmedien. Und wie Dorothee Beck und Christopher Fitte und Julian Lang, die da mitgearbeitet haben in diesen Fallstudien, sitzen ja auch hier im Publikum und können mitdiskutieren. Es gibt jetzt hier so nur, ich habe 20 Minuten Zeit, kann jetzt nur so Schlaglichter werfen auf die Ergebnisse der Fallstudien. Was wir in der Fallstudie zur Ethnisierung von Sexismus, was die Kolleginnen da rausgearbeitet haben, ist, also dieser Diskurs Ethnisierung von Sexismus, das kann man dort nicht beobachten in den Kursen selbst. Da verwehren sich auch die Kursleiterinnen sehr stark dagegen, gegen so eine stereotype Betrachtung der Teilnehmenden. Was man aber sehr deutlich beobachten kann an deren empirischem Material, ist, dass die Herausforderung der Mehrheitsgesellschaft durch Zuwanderung dort bearbeitet wird durch eine Kulturalisierung von Geschlechterverhältnissen. Das funktioniert darüber, dass immer wieder die Teilnehmenden konstruiert werden als die vermeintlich rückständigen anderen, die quasi erstmal hochgehoben werden müssen auf das Niveau der Geschlechterdebatte und der ach so gleichberechtigten Geschlechterverhältnisse in Deutschland. Das ist schon im ganzen Setting dieser Kurse angelegt. Also diese Orientierungsmodule haben einen Teil, da geht es um Wertevermittlung, wo eben explizit auch der Kursinhalt darauf abzielt, denen die Geschlechterverhältnisse in Deutschland zu erklären. Das ist in den Materialien angelegt und auch im Kursgeschehen. Und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, was, so sagen die Kolleginnen, ziemlich exemplarisch ist. Das ist hier aus dem Lehrbuch, mit dem dort gearbeitet wird. Da wird in dem Buch die Frage aufgeworfen, betrachten Sie die Fotos, welche Situation finden Sie sonderbar oder ungewöhnlich, welche Situation finden Sie normal? Und was man dort sieht, also diese Bilder, weiße deutsche Frauen in unterschiedlichen Situationen, ne, teilweise leicht bekleidet, hier im Schwimmbad, im Café, beim Shoppen, in anscheinend einem männerdominierten beruflichen Tätigkeitsfeld. Ne, also hier wird die vermeintlich erreichte Gleichstellung deutscher Frauen bebildert und die teilnehmen sollen darüber diskutieren, was sie daran ungewöhnlich oder sonderbar finden. Diese Diskussionsanregung wird dann im Kurs aufgegriffen, hier haben Teilnehmende Beobachtung gemacht. Die Kursleiterin fragt ins Publikum, ist Ihnen in Deutschland schon mal was Merkwürdiges begegnet?
Schweigen im Saal. Niemand antwortet. Die Kursleiterin beantwortet ihre Frage selbst, indem sie sagt, Homosexualität. Dann kriegen die Teilnehmenden als nächstes ein Foto vorgelegt von einem schwulen Paar mit Kindern und sollen darüber diskutieren, ob sie das okay finden. Eine Frau findet es nicht okay, weil sie der Meinung ist, dass man schwulen Männern keine kleinen Kinder anvertrauen kann. Alle anderen widersprechen vehement und versuchen, diese Teilnehmerin vom Gegenteil zu überzeugen. Na, also die Interaktionen in diesen Kursen unterlaufen diese Annahme, aber trotzdem wird wie immer wieder an die Teilnehmenden herangetragen. Und also was man da einerseits sehen kann, ist quasi diese postfeministische Darstellung der Mehrheitsgesellschaft, der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft als bereits gleichberechtigt. Ne? Also das wird denen sozusagen beigebracht. Das verstellt einerseits den Blick auf fortbestehende Geschlechterungleichheiten in Deutschland und was dabei dethematisiert wird, ist auch der Rassismus, mit dem die Teilnehmenden, also die Kolleginnen haben Interviews auch mit Kursteilnehmerinnen gemacht, die von alle durchgängig von Rassismuserfahrungen berichtet haben, teilweise sehr krass, also mit Anspucken und auch körperlichen Übergriffen. Und diese Rassismuserfahrungen werden in diesen Kursen überhaupt nicht thematisiert, da gibt es keinen Raum dafür. Die nächste Fallstudie, halt hier muss ich klicken. Na, zu schnell. Antifeminismus in der Wissenschaft. Die Kollegin hat die Publikationen von 10 relativ prominenten Genderkritiker, wissenschaftlichen Genderkritikerinnen untersucht. Also was daran interessant ist, ist, dass die kommen aus allen Disziplinen. Sie sind teilweise eben, also gemeint ist ihnen, dass sie für ein positivistisches Wissenschaftsverständnis eintreten, was und der Vorstellung anhängen, dass Wissenschaft Wahrheit produzieren sollte und Orientierungswissen bieten für die Gesellschaft. Und diese Position sehen sie durch den Konstruktivismus der Gender Studies gefährdet. Und sie treten eben vehement gegen, also ihrer Ansicht nach ruft der Konstruktivismus der Gender Studies eine Krise dieses so verstandenen Verständnisses von Wissenschaft hervor. Innerwissenschaftlich sind die ziemlich randständig. Diese Art positivistischen Wissenschaftsverständnis ist innerwissenschaftlich recht veraltet. Sie sind damit aber sehr gesellschaftlich anschlussfähig. Und sie wirken in die gesellschaftliche Debatten hinein, also zum einen durch populärwissenschaftliche Bücher, mit denen sie dann on Tour gehen. Ne? Die machen Lesereisen und füllen Säle in der ganzen Republik. Sie betreiben eigene Blogs und auch ganz wichtig, sie werden in den politischen Leitmedien sehr häufig zitiert oder dort zu Gastbeiträgen eingeladen. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das von hinten sehen kann, allein Gerhard Arment, also ein genderkritischer Familiensoziologe, die Mayonnaise Latte hat das mal ausgezählt, ist im Untersuchungszeitraum 90 Mal als Autor in der Welt aufgetreten. Und also vor allen Dingen in den konservativen Leitmedien sind das die Leute, die quasi die Deutungshoheit darüber haben, was Gender Studies sind. Ja, in der Fallstudie zu Sexualpädagogik, dieses schöne Plakat hat uns die Gießener AfD beschert. In der Fallstudie zu Sexualpädagogik kann man, ne, da gibt es ja diese riesige Debatte über Frühsexualisierung und der Abwehr der Sexualpädagogik der Vielfalt. Da kann man eben beobachten, dass da ganz unterschiedliche pädagogische Ansätze mit einem sehr spezifischen Konzept, nämlich der Sexualpädagogik der Vielfalt, in einen Topf geworfen wird. Und ja, ne, also diese Diskurse kennen Sie vermutlich alle.
was die Kolleginnen herausgefunden haben in Interviews mit pädagogischen Fachkräften, ist, dass sexuelle Bildung in der Kita oder in der Schule im Regelbetrieb de facto kaum stattfindet, weil das pädagogische Personal dafür überhaupt nicht ausgebildet ist. Ne? Also das ist gar nicht Bestandteil der Regelausbildung. Zudem sind die pädagogischen Fachkräfte angesichts von Missbrauchsskandalen in pädagogischen Einrichtungen sehr verunsichert. Und Sexualpädagogik gibt es hauptsächlich als externes Zusatzangebot, ne? Weiterbildungen, Workshops. Und das lässt sich derzeit fast nur als Prävention legitimieren. Was dann eben einem Ansatz, der auf sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen setzt, quasi das Wasser abgräbt. Und was man also in diesem Feld beobachten kann, ist eine weitere Schwächung der ohnehin prekären Position der Sexualpädagogik im professionellen Feld, der durch diese Missbrauchsskandale vorangetrieben wird und jetzt quasi noch durch diese Frühsexualisierungsdebatte einen weiteren Schubs kriegt. Ups, die Fallstudie über Mutterschaft. Die haben zum einen Elternzeitschriften ausgewertet und zum anderen Interviews mit Müttern gemacht. Und was da im Zentrum steht, ist das ungelöste Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie angesichts der Arbeitsmarktaktivierung von Müttern bei Fortbestehen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Privaten. Die Elternzeitschriften, die untersucht wurden in dieser Fallstudie, ne, wie die Bilder schon zeigen, adressiert werden, vor allen Dingen weiße heterosexuelle Mütter in Paarbeziehungen mit einem Hauptverdiener, Hauptverantwortung der Mütter für die Kinderbetreuung wird als freie Wahl dargestellt, sowohl in diesen Zeitschriften als auch in den Interviews. Die Vereinbarung von Mutterschaft und Erwerbstätigkeit, das gilt inzwischen als selbstverständlich, dass Mütter beides tun. Und wie man das hinkriegt, ist so der Tenor dieser Zeitschriften vor allen Dingen eine Frage des guten Selbstmanagements. Ne, und wer das nicht hinkriegt, kann sich das Scheitern dann individuell anrechnen. Und in den Mütterinterviews zeigt sich, dass diese Anrufungen ziemliche Überforderungen produzieren bei den Müttern, die so eine traditionelle Mutterrolle, ne, wo man sich auf eine Sache konzentrieren kann, dann durchaus attraktiv erscheinen lassen. Ja, die Ehe für alle. Da gab es durchaus Versuche antifeministischer Mobilisierung nach dem Vorbild von Frankreich. Die Bilder haben wir gestern gesehen, wo wirklich Hunderttausende auf die Straße gegangen sind gegen die Öffnung der Ehe. Das wurde durchaus versucht in Deutschland von antifeministischen Akteurinnen. Also in den einschlägigen Medien, also sowohl in der christlich-rechten Szene als auch in der neurechten Szene findet man sämtliche Versatzstücke der einschlägigen Diskurse. Ne? Also die Ehe ist eine Reproduktionsgemeinschaft zwischen einem biologischen Mann und einer biologischen Frau. Wenn man die Ehe öffnet, dann ist die Familie bedroht, die Deutschen kriegen keine Kinder mehr, die Gesellschaft oder wahlweise die Volksgemeinschaft ist bedroht. Und die haben das durchaus versucht. Es ist ihnen aber nicht gelungen, in Deutschland eine vergleichbare Mobilisierung wie in Frankreich hinzukriegen. Sie hatten, also es gab ja diese Demos für alle, die aber von der Beteiligung wesentlich niedriger lagen als in Frankreich. Sie haben auch keine Resonanz gefunden mit diesen Diskursen in den politischen Leitmedien, bei Bundestagsabgeordneten und auch in den Bundestagsdebatten. Da findet man... Also da wird dann von den konservativen Gegnerinnen der Eheöffnung allenfalls implizit auf diese Diskurse zurückgegriffen, indem sie sehr legalistisch argumentieren und mit dem besonderen Schutz von Ehe und Familie im Grundgesetz. Ne, und da ist dann natürlich implizit mit gemeint biologischer Mann und biologische Frau, aber das wird nicht offen gesagt. Ich würde mal vermuten, dass das zum einen was mit der Liberalisierung von
Einstellung gegenüber Homosexualität zu tun hat. Also das haben wir eingangs ja schon gesehen. Bei Umfragen hat die Ehe für alle immer durchgängig hohe Zustimmungswerte gehabt, 80-85%. Und das Timing mag auch eine Rolle gespielt haben. Also für die breitere Öffentlichkeit kam es ja ziemlich überraschend. Die meisten Leute wussten nicht, dass es einen langjährigen Vorlauf gab, da die Printmedien erst ab der ersten Bundestagsdebatte im Frühjahr 2017 überhaupt intensiver darüber berichtet haben. Ja, dann noch kurze Einblicke in die Medienanalyse. Da hat uns interessiert, ob man denn in den politischen Leitmedien eine Diskursverschiebung beobachten kann. Dorothee Beck hat zunächst mal ausgezählt die Thematisierung von Gender, also nicht wie häufig kommt das Wort Gender vor, das ist millionenfach, ne? Sondern wie häufig ist die Erwähnung des Begriffs Gender auch mit einer inhaltlichen Thematisierung verbunden. Sie hat herausgefunden zum einen, dass die in der Forschung häufig anzutreffende Annahme, dass 2006, 2007 Volker Zastrow in der FAZ polemisiert durch eine angebliche politische Geschlechtsumwandlung, durch Gender Mainstreaming, das gilt so in der Literatur als Startpunkt dieser Debatte in Deutschland, das stimmt schon mal nicht. Das fängt in den konservativen Medien schon an, ab Mitte der 90er Jahre. Also parallel zu dem, was uns Neil Dutta gestern vorgeführt wird, hat nämlich der Vatikan entdeckt die Gender-Ideologie als neues Feindbild. Das wird in den konservativen Medien schon früher aufgegriffen. Und dann sieht man, dass diese Thematisierung 2011, 2012 steil nach oben geht und dass es eben wirklich eine hohe mediale Aufmerksamkeit für dieses Thema gibt. Um was geht es da im Einzelnen? Der große Aufreger, vor allen Dingen in den beiden konservativen Medien im Sample, sind Gender Studies, gendergerechte Sprache, Gender Mainstreaming, wobei alles häufig in einen Topf geworfen wird. Das ist ja alles Gender-Ideologie. Ein zweiter Aufreger in den konservativen Medien ist Gender und Islam. In den liberalen Medien, also medienübergreifend, gendergerechte Sprache geht gar nicht, ganz böse. Und in den liberalen Medien ist das thematische Spektrum etwas breiter. Wie wird thematisiert? Die Dorothee hat dann das Framing dieser Themen untersucht und die positive oder negative Konnotation der Berichterstattung. Medienübergreifend, abwertend bis polemisch wird berichtet über die Gender Studies und genderbewusste Sprache. Und wenn man sich jetzt nochmal erinnert, also vor allen Dingen in den konservativen Medien sind die wissenschaftlichen Gender-Kritikerinnen, die Expertinnen und Experten, die da zu Wort kommen. Da braucht man sich eigentlich auch nicht über den abwertenden Tenor wundern. Überwiegend negativ wird berichtet über einen vermeintlichen Normalitätsverlust der Mehrheitsgesellschaft durch die Infragestellung von Heteronormativität und durch die Konsequenzen von Zuwanderung. Und der einzige Frame, bei dem es eine positive Konnotation, die einzigen Frames mit einer positiven Konnotation waren in den liberalen Medien das Spiel mit Geschlecht im Feuilleton. Also in Kunst und Kultur darf mit Geschlecht gespielt werden, bei Sprache und Politik hört der Spaß auf. Und auch vereinzelt in den konservativen Medien so Human Interest Stories, wo um Verständnis für die Schicksale von LGBTIQ Person geworben wird. Ups, war zu schnell. Was lernt man daraus jetzt für die Anschlussfähigkeit von antifeministischen Diskursen im gesellschaftlichen Mainstream? Also diese wissenschaftlichen Genderkritikerinnen, wie gesagt, werben für ein Verständnis von Wissenschaft als Wahrheit, was sie auch zur Vereindeutigung von Geschlechterwissen nutzen, mit dem sie eben vor allem in der breiteren Öffentlichkeit durchaus Anklang finden und vor allen Dingen eben auch in den konservativen, nicht nur, aber vor allem in den konservativen Medien auch breiten Raum zur Darstellung dieser Position eingeräumt bekommen. In den Orientierungskursen kann man beobachten, wie
die ungelöste Probleme in den Geschlechterverhältnissen auch hierzulande auf vermeintlich rückständige andere projiziert werden, was dann wiederum die Selbstvergewisserung der Mehrheitsgesellschaft als bereits gleichberechtigt erlaubt. Sie erinnern sich an diese bildhaften Darstellungen aus dem Lehrbuch. Im Feld der Sexualpädagogik, die Verunsicherung durch Missbrauchsskandale führt hier zu einer Verengung auf Prävention, weitergehende emanzipatorische Ansätze sexueller Bildung sind damit quasi erstmal stillgestellt. Bei den Mutterschaftsdiskursen scheint auf, dass die ungelöste Vereinbarkeitsproblematik unter neoliberalen Bedingungen eben traditionelle Rollenbilder wieder attraktiv erscheinen lassen kann. Bei der Ehe für alle, das ist sozusagen das Kontrastbeispiel in unserem Sample, konnten wir eine fehlende Mobilisierungsfähigkeit antifeministischer Diskurse beobachten angesichts der Liberalisierung der Einstellung zur Homosexualität. Und in den politischen Leitmedien finden Sie dann wiederum die Bearbeitung von Verunsicherung durch Gender Studies und Zuwanderung durch eine diskursive Abwertung dieser Themen. Ja, insgesamt spielen soziale Fragen dabei scheinbar keine Rolle. Also sie kommen in diesen Diskursen auf der manifesten Ebene nicht vor. Der diskursive Fokus liegt vielmehr auf Fragen von Geschlecht und Race/Ethnicity. Und dadurch, dass da sozusagen die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, werden Fragen, soziale Fragen, Fragen sozialer Ungleichheiten von Klasse dethematisiert und allenfalls implizit erscheint die weiße Mehrheitsgesellschaft oder die weiße heterosexuelle Mittelschichtsfamilie als implizite Referenzfolie oder Adressatin dieser Diskurse. Und also ich würde jetzt mal hier die steile These vertreten, dass darüber eben der Mehrheitsgesellschaft ein Angebot der Vergemeinschaftung gemacht wird durch vermeintlich festgelegte, eindeutige Identitäten. Damit bin ich am Ende. Hier ist noch so der kleine Werbeblock, wo Sie mehr über unsere Projekte nachlesen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Fragen. Ja, vielen Dank, Annette Henninger. Das war ja auch nochmal eine wunderbare Brücke auch zu dem Vortrag gestern zur europäischen Dimension. Da sind ja ähnliche Fragen auch aufgeploppt und aufgetaucht und da kann man sich ja auch ganz viele Verbindungen herstellen. Aber jetzt würde ich das Wort ans Publikum geben. Da wir jetzt so ein bisschen in Zeitdruck sind, würde ich sagen, wir sammeln immer so drei Fragen oder Kommentare und dann. Herzlichen Dank. Ich habe eine Frage. Habt ihr nach den Ergebnissen, würde ich immer noch sagen, es gibt ein Liberalisierungsparadoxon? Weil sozusagen für mich klingt das, als würden da Abwehrkämpfe stattfinden. Vor allem, das scheint mir gar nicht paradox. Also die da irgendwie verloren haben, versuchen jetzt ihren Ground zu standen. Und wenn man, glaube ich, inhaltlich guckt, was in der FAZ oder in der Welt über Geschlecht steht, war das in den 80ern und 90ern sicher nicht irgendwie besser. Es war damals nur nicht antifeministisch oder musste nicht immer unbedingt explizit antifeministisch sein, weil es einfach der normale Diskurs über Geschlecht war. Oder würdest du das nach den Ergebnissen anders sehen? Die Frage geht in eine ähnliche Richtung. Erstmal schönen Dank, war extrem spannend. Warum spreche ich von Liberalisierung und nicht von Wertewandel? Und es wäre vielleicht ein Wunsch, du sagst Anschlussstellen für Antifeminismus, auch wenn ihr herausbraten wird, wo gibt es Blockadestellen? Also die Grundthese würde ich sehr stark teilen, dass das Bewusstsein sich verändert hat und teilweise auch die Praktiken. Und deswegen, also gerade im Fall Antifeminismus, also der Rechtspopulismus ist schwer, der Neoliberalismus weniger.
aber da denke ich, wäre schon, also wie soll man sagen, die Frage, wo sind Blockierungsmomente? Gibt es die überhaupt? Und dann vielleicht noch eine kleine Überlegung, wenn es auch so stark um Sexualitäten geht, wäre vielleicht auch interessant zu gucken, wie ist eigentlich der Stand der Sexualkulturen? Ne? Ist die Praxis da nicht viel weiter auch bereits als ja, die Propaganda nun dieser antifeministischen Gruppierung? Ja, vielen Dank auch für den Vortrag, Regina Frey. Mich interessiert diese Medienanalyse vor allen Dingen, weil ja quasi der Pseudo-Gender-Diskurs, also diese Vermischung von all dem, was irgendwie mit Geschlecht zu tun hat, was wir in der FAZ und der Welt ja gesehen haben, ja nicht nur in den Medien war. Und da würde mich interessieren, gibt es auch eine Analyse von anderen Diskursen, die sorgfältiger umgegangen sind, die Geschlechterstudien immer wieder anders dargestellt haben. Also der Tagesspiegel hat ja auch sozusagen so eine andere Erzählung gehabt und auch einen Hinweis darauf, dass da was nicht stimmt mit diesem Gender-Bashing, was von bestimmten Leitmedien. Und ich finde, das ist ja sozusagen keine eingleisige Sache, sondern es ist ein Ringen um die Frage, was ist der Gegenstand und was sagt es. Und das finde ich ja auch spannender, das anzugucken. Trotzdem danke für die Erkenntnis, auch gerade das mit Zastro fand ich sehr neu und interessant, dass es sozusagen erst später losging mit der medialen Aufregung. Ja, ja. Ja, erstmal vielen Dank. Also, ich habe jetzt versucht, die extrem vielfältigen und umfangreichen Ergebnisse unserer beiden Projekte hier für den Vortrag zu verdichten, auf diese These vom Liberalisierungsparadox. Ich denke, ne, also das ist natürlich eine steile These, klar. Ich denke aber, es ist jetzt, was wir gegenwärtig beobachten, ist nicht einfach ein Zurück zu alten konservativen Positionen, sondern was ich extrem spannend fand an unseren Befunden im Mutterschaftsprojekt wird es besonders deutlich, ist, dass der aktuelle Antifeminismus tatsächlich aufsitzt auf einen Prozess der Neoliberalisierung. Und es geht ja auch gar nicht um ein... also wenn man jetzt zum Beispiel sich die Parteiprogramme der AfD anguckt oder politische Positionen, die im Rechtsspektrum formuliert werden, da geht es gar nicht auf einer manifesten Ebene um die Forderung, Frauen sollen nicht mehr berufstätig sein. Ne, also dahinter will keiner zurück. Ne, und das ist auch angesichts der Liberalisierung von Einstellungen zu diesem Thema, sind die da gut beraten, das nicht so offen zu proklamieren, sondern das funktioniert dann eher darüber, dass über diesen Diskurs Kleinkinder sind bei der Mutter am besten aufgehoben. Ne, und gar nicht mehr darüber, dass grundsätzlich die Berufstätigkeit von Frauen angezweifelt wird. Und die mit diesem neoliberalen Modell gerade für Frauen verbundenen Überforderungen, nämlich jetzt erwerbstätig sein zu sollen, aber gleichzeitig auch zu Hause alles schmeißen zu müssen, weil die uns sich nämlich nicht verändert haben, das, denke ich, ist ein Nährboden, der diese antifeministischen Angebote auch für Frauen durchaus attraktiv machen kann. Also insofern würde ich daran durchaus festhalten mit dem Liberalisierungsparadox. Ne? Wir haben es nicht mit einem Zurück zum Konservatismus zu tun, sondern mit was Neuem, was eben aufruht auf einem Prozess der Neoliberalisierung von Politik und Gesellschaft. Wertewandel, naja, wir haben es ja nicht nur mit einem Wertewandel zu tun, Ilse, sondern es gibt ja auch, wenn man sich die ganzen rechtlichen Reformen der letzten Jahrzehnte anguckt, hat sich ja auch in der Rechtslage eine Liberalisierung vollzogen. Deswegen würde ich eher diesen Begriff wählen. Sexualkultur ist ja die Praxis nicht viel weiter als die Propaganda. Ja, würde ich teilen, ne? Also das würde sich sicher lohnen, sich das auch nochmal genauer, also das nochmal genauer auch empirisch anzugucken. Medienanalyse, also was ich jetzt hier erzählt habe, wird natürlich für unser Sample, also für dein Hypothese-Sample,
Das sind die politischen Leitlinien. Wir hatten Konservative und Liberale und die sind auch nach Reichweite, ne, Auflagenstärke ausgewählt. Der Tagesspiegel war da nicht dabei, die Taz war da nicht dabei. Ne? Also das würde sich auch sicher lohnen, sich das nochmal genauer anzugucken. Ne? Aber wie gesagt, Leitmedien, das sind die mit der größten Auflagenstärke. Süddeutsche hatten wir da auch nicht dabei. Ah, was? Entschuldigung? Quatsch. Süddeutsche. Ja, Süddeutsche und Spiegel. Mhm. Ja. Okay, ich hatte mich selber auch auf die Liste gesetzt. Und dann war da eine Meldung und da. Dann haben wir wieder drei. Und also mir ist bei der Sexualpädagogik die Frage gekommen, also wir haben ja gestern sehr deutlich gelernt, dass die katholische Kirche quasi diese ganzen Diskurse groß mit angeschoben hat und da tatsächlich auch Strategien entwickelt hat. Und diese Vermischung gleichzeitig von, also Frühsexualisierung bei der Sexualpädagogik und Missbrauchsskandale, die Eltern verunsichern und so weiter und so fort. Da fragt man sich ja schon, ja, aber die Missbrauchsskandale, die ganz großen, waren ja tatsächlich auch in der katholischen Kirche. Wie schaffen die das, das quasi einerseits zu thematisieren, die Missbrauchsskandale, und das von sich so wegzuhalten? Da würde mich interessieren, ob bei der Forschung da irgendwie, ob ihr darauf gestoßen seid. Janina Henkes von der GEW, deswegen bei mir geht es auch um die Pädagogik. Die GEW hat seit einiger Zeit Herausforderungen durch eben die Meldeportale bzw. Denunziationsportale angeleiert von der AfD. Deswegen fordern wir von der GEW auch die Verankerung von eben antidiskriminierender Aufklärungsbildung in den Curricula. Meine Frage ist, ob es eurerseits auch Vorschläge für Strategien gibt, irgendwie neurechte ideologische Tendenzen ihnen entgegenzuwirken, aufgrund halt eurer Studienergebnisse. Gabi Dietze, ich fand die Idee oder vielmehr die Hypothese Antifeminismus Vergemeinschaftungsangebot interessant auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite würde ich das ein bisschen zuspitzen. Also Vergemeinschaftsangebot heißt ja eigentlich immer, dass man in irgendeiner freundlichen Art und Weise sich auf etwas einigt. Wenn es um Antifeminismus geht, dann findet man ja eigentlich immer dieses Schaum vor dem Mund Aufregung. Also ich würde da eher von affektiven Gemeinschaften sprechen, die funktional dazu beitragen, diese Polarisierungsstrategien der Rechtspopulisten zu unterstützen. Es gibt in der Emotionsgeschichtsschreibung da diese Überlegung zu den affektiven Gemeinschaften, dass sie immer dann auftauchen, wenn sozusagen die emotionalen Regime einer Gesellschaft sozusagen nicht mehr von Mehrheiten getragen werden. Und insofern glaube ich, also diese These ist ja schön, aber man könnte sie vielleicht entwickeln noch in bestimmte Ebenen. Also abgesehen davon würde ich auch die Behauptung, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, nicht teilen, dass die Sexualkultur weiter ist als die Behauptung. Ich würde in sehr vielen Beispielen, die wir also zum Beispiel unter Studierenden beobachten, durchaus der Meinung sein, dass sie oft hinter der Behauptung sind. Wir werden noch zwei Worte. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal noch diese Runde und dann noch eine letzte und dann müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen. Also, jetzt die Antworten und. Jetzt antwortet Annette Henninger erstmal, dann machen wir nochmal eine Fragerunde und dann. Bei dir glaube ich sonst den Überblick. Die katholische Kirche. Also in diesen antifeministischen Diskursen wird ja der Missbrauch nicht thematisiert, sondern die Bösen sind ja die anderen, nämlich die Sexualpädagoginnen, die Kinder viel zu früh mit sexueller Vielfalt und den Sexualpraktiken von homosexuellen Menschen angeblich konfrontieren. Ne? Also da wird ja ein Popanz aufgebaut, der
möglicherweise auch die Funktion hat, von diesen Missbrauchsfällen abzulenken. Das ist ja gar nicht Gegenstand dieser antifeministischen Diskursen. Melde- und Denunziationsportale der AfD, also da gibt es ja auch eine große Debatte, dass man den Beutelsbacher Konsens da sehr selbstbewusst in Anspruch nehmen kann, um sich gegen sowas zu verwehren. Das ist sozusagen die Richtschnur, wie sollen sich Lehrerinnen im Unterricht verhalten. Da gibt es ein sogenanntes Überwältigungsverbot, das eben darauf abzielt, dass Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen nicht ihre eigene politische Position aufoktroyieren sollen. Es gibt aber im Beutelsbacher Konsens auch das Kontroversitätsgebot. Dinge, die gesellschaftlich und politisch kontrovers verhandelt werden, sollen auch im Unterricht kontrovers dargestellt werden. Und Lehrerinnen und Lehrer haben wirklich können sich mit voller Berechtigung auf den Beutelsbacher Konsens beziehen, um die AfD zu kritisieren. Also die AfD nutzt es sehr geschickt, um Lehrerinnen einzuschüchtern. Da ist aber bei ihrem Hinsehen nichts dahinter. AfD als das mit Gabriele Dietze, mit den affektiven Gemeinschaften, das finde ich einen interessanten Gedanken. Das ist nochmal eine andere theoretische Perspektive auch auf unsere Befunde. Wir sind da ja nicht affekttheoretisch drauf losgegangen. Wir hatten eine andere Theoriebrille auf, aber finde ich eine interessante Anregung zum Weiterdenken. Danke dafür. Das war das Letzte. Jetzt machen wir noch eine letzte Runde und dann... Ja, danke für den Vortrag, es war super spannend. Ich komme aus Österreich und dort beobachten wir, dass die katholische Kirche nicht nur in die, also jetzt zum Beispiel Sexualpädagogik, nicht nur in die Diskurse eingreift, sondern auch ganz praktisch vorgeht. Es gibt einen Sexualpädagogik-Lehrgang, LBI, an der Hochschule Heiligenkreuz. Das ist so ein katholischer Think Tank. Dort ist das institutionalisiert und dort werden sogenannte entwicklungssensible Sexualpädagoginnen ausgebildet, die dann auch in Österreich an Schulen aktiv sind. Und das ist, es gab einen ziemlichen Skandal letztes Jahr um den Verein Teenstar, der extrem homofeindlich agiert und eben an Schulen Fortbildungen angeboten hat. Und ich frage mich gerade, ob es das in Deutschland auch gibt oder ob ihr da irgendwie Erfahrungen damit habt. Weil die Verknüpfungen müssen da sein. Markus Hoffmann, also der Vereine gegründet hat und immer noch leitet, die Homosexualität heilen wollen, war auch in diesem Leitungsteam, in diesem Lehrgang verwickelt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt nur die Diskurse angeschaut habt oder ob ihr auch Erfahrungen habt mit so Aktivistinnen. Birol Mertold, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand den sehr spannend und ich habe gerade so ein bisschen den Peak auf die Verknüpfung von Gender, Race, Ethnicity, was du angesprochen hattest. Und zwar passt das sogar auch. Liberalisierungsparadox erinnerte mich gerade an das Buch von Aladin El-Mafalani mit dem Integrationsparadox. Also je besser etwas läuft, desto stärker wird um die wenigen Prozente, sagt er, gekämpft, also die in dem Bereich sind. Ich sah also gerade ganz gute Schnittmengen, dass eben gerade feministische Stimmen immer mehr jetzt in der Gesellschaft in den letzten Jahren sehr in den Mainstream reinkommen und Herrschende, sage ich mal, da oben, überwiegend weiße, männliche, gerade davon immer stärker davon Wind bekommen und sich um ihre Position quasi sorgen, sage ich mal. Und das Ähnliche sehe ich eben in dem Zusammenhang mit dem Thema, was eben in Anführungsstrichen mit dem Integrationsthema angeht, wo eben viele Menschen immer mehr, und da kommt Klaas in irgendeiner Weise mit rein, weil nämlich er spricht dieses Bild an, dass es ein großes Stück Kuchen gibt und vorher in der ersten GastarbeiterInnen-Ära
Menschen auf dem Boden und weit weg von diesem Stück Kuchen waren und in der zweiten Generation sich immer mehr an den Kuchen nähern und in der dritten und vierten Generation sitzen sie mit am Tisch und sagen, wir wollen ganz genau dieses Stück, also eine ganz genaue, bewusste, selbstbestimmte Perspektive, was sie brauchen und was sie wollen. Und das macht unsicher in der herrschenden Ebene und trägt eben dazu bei, dass es Gegenreaktionen und ja, aus allen Kanälen in dem Sinne gibt. Sehen Sie das ähnlich? Also so in der Gleichsetzung will ich nicht direkt sagen, aber schon eine Analogie vielleicht. Eine Frage ist noch möglich. Ich glaube, also auch bei dem, was wir jetzt an Erkenntnissen in Reverse haben und was du vorgestellt hast, wir bräuchten, ich glaube, es gibt auch schon Ansätze, einen systematischen historischen Vergleich. Weil das, was wir erleben, ist nicht neu. Immer nur in einem bestimmten historischen Prozess, auf einem bestimmten Level sozusagen der Demokratisierung und Liberalisierung der Geschlechterordnung, würde ich erstmal sagen, und nicht der Geschlechterverhältnisse, wie wir das ja immer versuchen zu differenzieren. Weil ja vieles, was jetzt läuft, erinnert wirklich auch um den Kampf um Frauenrechte, Frauenwahlrecht, ich rede jetzt über Europa, oder eben halt schon eigentlich seit der Aufklärung sozusagen immer diese Gegenbewegungen, die sich aufmachen gegen Liberalisierung oder Demokratisierung generell und dann eben halt auch der Geschlechterverhältnisse. Weil viele dieser Argumente kennen wir teilweise aus Deutschland von Theodor Geiger, dem Soziologen in der Zwischenkriegszeit, der sich gegen das Frauenwahlrecht ausgesprochen hat. Und da kommt Herr Teweleit auch wieder rein, sozusagen, wo sozusagen auch männliche Positionen in Frage gestellt sind, auch in Bezug auf den Staat, der reagiert und wo es Liberalisierung halt gibt. Also ich glaube, wir brauchen da wirklich systematische Untersuchungen, um das mal zu sehen und wo auch sozusagen solche auch eigentlich eher aus einer Defensive heraus mit dieser Gegenbewegung reagieren. Ne, du hast ja selbst auch gezeigt, dass sie im Grunde nicht mehr mehrheitsfähig sind und dann wird es auch umso konflikthafter und auch umso gewalttätiger. Ne, wo dann plötzlich auch Gewalttaten legitimiert werden mit dem Feminismus, der etwas sozusagen Positionen angreift. Das ist teilweise dann nur noch eine Legitimation, das ist der eine Punkt. Bei dem anderen würde ich dir widersprechen nach wie vor. Ich glaube, der Feminismus wird doch als äußerer Feind begriffen. Und das wurde er auch schon in den anderen historischen Epochen. Es gibt eher auch bei rechten Gruppen, nicht nur beim Forum Deutscher Katholiken, durchaus auch Nähen zu sogenannten islamistischen Akteuren oder eben auch diese Bewunderung von Al-Qaida und vom IS, wie sie nämlich so kompromisslos um ihre Sache kämpfen können. Es hat zwischen der NPD beispielsweise und auch einem islamistischen Verein durchaus Zusammenarbeit gegeben. In der Sezession wird immer wieder darüber verhandelt, wie man doch diese Gotteskrieger bewundert und so weiter. Also ich wäre da vorsichtig, nochmal genauer hinzugucken, was ist der eigentliche Feind und wer ist eigentlich der vordergründige. Einwanderung darüber lässt sich so wunderschön mobilisieren, aber die Frage ist, wer ist der wirkliche Feind? Ja, die katholische Kirche in Österreich. Die Kolleginnen aus der Sexualpädagogik-Fallstudie haben beobachtet, dass es inzwischen Handreichungen auch von christlich-rechten Akteurinnen gibt, wie man eben ein eigenes Konzept sexueller Bildung gestalten kann. Und also über diese Querverbindung nach Österreich, da ist mir jetzt nichts bekannt, da haben die nicht dazu geforscht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das als nächstes kommt in Deutschland. Sexuelle Bildung wird nämlich, also im Lehramtsstudium gibt es in Deutschland nur zwei Universitätsstandorte, nämlich Halle, Meersburg und Wuppertal. Das sind die zwei einzigen Unis in Deutschland, wo in der Lehramtsausbildung sexuelle Bildung auch quasi mit unterrichtet wird. Also da gibt es eine große Lücke, in die solche Aktivistinnen und solche Angebote dann natürlich einstoßen können. Ja? Also das, denke ich, müssen wir wirklich kritisch beobachten, was da passiert. Der Verweis auf das Buch zum Integrationsparadox, vielen Dank dafür, kenne ich noch nicht. Also je besser was läuft, umso mehr wird um die letzten Prozent bekämpft. Das deckt sich jetzt ein bisschen mit dem, was Uschi gesagt hat. Ne? Also gerade Positionen, die nicht mehr gesellschaftlich, nicht mehrheitsfähig sind, müssen
besonders vehement verteidigt werden, ist ein bisschen, also eine bisschen anders gelagerte These als von Conny Hockebein gibt es so einen Artikel, die hat sogenannte Movement-Counter-Movements-Dynamics beobachtet, also Frauenbewegungen und ihre Gegenbewegungen. Da gibt es im US-amerikanischen Bereich schon deutlich mehr Literatur, weil dort der Backlash ja schon in den 80er Jahren eingesetzt hat gegen die Frauenbewegung. Und ihre These aus dieser Gesamtschau dieser Literatur ist eher, ne, wenn Frauen so einen, Frauenbewegungen so einen mittelprächtigen Erfolg haben, dann ist die antifeministische Gegenbewegung besonders stark. Ne? Das wäre eine etwas anders gelagerte These dazu. Uschi, systematischer historischer Vergleich. Ja, das war ja auch eher ein Kommentar, ne? Stimme ich dir zu? Wer ist jetzt der, du hast vom wahren Feind gesprochen und vom vordergründigen Feind. Ich habe das ein bisschen anders verwendet, also welche Bedrohung von innen wird imaginiert und welche Bedrohung von außen, und habe dann vom inneren und äußeren Feind gesprochen. Aber da können wir ja nochmal weiter drüber diskutieren. Und ich glaube, da ist das rechte Lager auch nicht so monolithisch, was die Positionierung zum Islam-Islamismus angeht, sondern da gibt es durchaus unterschiedliche Positionen. Und die AfD ist ja sehr auf der Verteidigung des Abendlandes Schiele unterwegs. Und die verschiedenen Lida-Bewegungen ebenso. Also da gibt es offensichtlich interne Kontroversen. Okay, dann. Ja, vielen Dank. Das war ja auch nochmal eine spannende Diskussion. Und ich glaube, wir gehen alle mit ganz viel Anregung und Fragezeichen auch gleichzeitig raus. Und mit so einem Impuls, da müssen wir nochmal weiter überlegen und forschen und gucken. Aber es war jedenfalls sehr spannend.